ich hätte noch einen Vorschlag. Ich würde deinen Takt 6, da wo die 16 noch mit drin ist, da, die würde ich ein bisschen überpunktiert eher spielen. Nicht da, 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 sondern da, ba, da. Das ist schon geil, das ist eine frische. Also die ganze Aufnahmesessions machen mir immer tierisch Spaß, weil Wolfito kommt immer tipptopp vorbereitet zur Aufnahme. Die Noten sind tipptopp gemacht. Ich muss nur noch das machen, was ich am besten kann, in die Tuba reinblasen. Und mir gefällt es auch wahnsinnig gut, dass man so die Interaktion zwischen uns zwei, dass wir uns viel drüber unterhalten, wie könnte man da noch was rausholen oder das vielleicht besser machen. Manchmal ändern wir vielleicht auch noch eine ganze Kleinigkeit, diskutieren über die Musik. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil eigentlich ist es ja wirklich ein harter Job, an ein paar Tage so viele Stücke einzuspielen. Stimmt. Aber so das Ganze drumherum, die Rahmenbedingungen sind immer so schön, dass ihr immer Bock drauf habt, das zu machen. Also ich bin super happy mit der Zusammenarbeit mit Peter, das ist einfach Wahnsinn. Was den musikalischen Teil anbelangt, eine Kondition wie ein Tier, das ist Wahnsinn. Ich meine, das ist wirklich es ist unfassbar. Das ist schon anstrengend. Also es ist schon eine Schlachtplatte, die wir da auflegen, wenn wir miteinander arbeiten. In kurzer Zeit wahnsinnig viel und sehr intensiv. Und so nennt er das, wenn man anruft. Ja, genau. Schlachtplatte, genau. Aber es macht tierisch Spaß, wir lachen viel miteinander, und Gott sei Dank, musikalisch müssen wir nicht viel diskutieren, wie gesagt, das in allen Genres zu Hause, stilistisch sicher, ja. Ist egal, ob wir Swing machen oder Pop oder Balkan oder was auch immer. Und das ist wunderbar und natürlich menschlich matcht es auch total. Und gerade für solche Sachen ist einfach der gegenseitige Respekt wahnsinnig wichtig, genau. Dass man nicht gleich sich persönlich Angriffe fühlt, wenn es er zum Beispiel zu mir sagt, an der Stelle stimmst schlecht oder irgendwie sowas, das nehme ich nicht persönlich, sondern denke mir, hey, er hat super Ohren, er wird schon recht haben und spielst dann nochmal ein. Das matcht halt, er hat von der ersten Sekunde an gematcht, das ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, menschlich wie musikalisch und das ist halt einfach super und das ist cool. Deswegen machen wir weiter. Ja, super. Deine Blasmusik ist, wie ich eben schon mal gesagt habe, die Musiker, der Vertrieb und so weiter. Wir sind eine ganz, ganz große Familie, haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander, weil anders wird es auch nicht funktionieren. Und dass wir wirklich erfolgreich sind, das freut mich deswegen ganz, ganz, ganz besonders, weil, wie soll ich sagen, diese positiven Vibes, die da entstehen, wenn wir zusammenarbeiten, die begleiten so ein Produkt auch bei der Markteinführung. Als der Wolfito Vetter zu uns ins Haus kam mit seiner neuen Idee, Deine Blasmusik, waren wir eigentlich von Anfang an total begeistert, weil das Konzept für die Komponisten, die Musik aufzunehmen und dann gleichzeitig auch die Noten in den Vertrieb zu nehmen, war für uns irgendwie eine total perfekte Angelegenheit und wir waren total begeistert, dass wir dann auch da einen Teil dazu beitragen dürfen. Von der Grafik, Layout, Notengestaltung bis hin zum Vertrieb über den Blasmusikshop dann alles machen durften. Uns war es sehr wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Produkte gemeinsam erstellen. Zum einen in der Audioproduktion und später auch in der Notenproduktion. Wir haben uns spezielles Papier rausgesucht. Wir haben gesagt, jede Notenausgabe kriegt ein eigenes Cover, damit der Wiedererkennungswert da ist. Und natürlich bekommen wir dann Hörbeispiele, wir bekommen YouTube-Videos und der Kunde kann sich dann auch wirklich ein gutes Bild machen, wie die Notenausgabe dann später klingt und wie er es dann einsetzen kann. Und mittlerweile haben wir ja dann doch wirklich tolle Autoren. Zum Beispiel La Brass Banda hat ein Medley umgesetzt im Bereich ihrer Top-Titel. Und Michael Kuhn als Arrangeur und wirklich viele namhafte Autoren und Arrangeure, die sich da mittlerweile dran beteiligen. Das Stück
Gabrielas Song, das habe ich beim Wolfito verlegt, weil er halt wahnsinnig viel Erfahrung hat in dem ganzen Business und er auch echt gut berät und er macht was, er gibt Gas. Was ich da an der Geschichte spannend fand, ist erstens mal, dass der Wolfito für das Stück auch ein Stück weit ins Risiko ging und die Lizenz für das Stück ergattert hat. Das ist nicht selbstverständlich, dass es jemand macht. Und er ist halt auch ein Typ, der gibt richtig Gas und... Es ist auch nicht selbstverständlich, die zu bekommen, muss man auch mit dazu sagen. Ja, stimmt. Das ist wirklich schwierig manchmal. Das war, also ich hätte es auch gar nicht gedacht, dass es dann vielleicht klappt, weil man muss ja da den Komponist anschreiben und alles mögliche. Und das ist ja Filmmusik. Aber das hat geklappt und die Stücke, das wird verkauft in sämtliche, auch in andere Verlage wird sogar verkauft. Also echt toll. Ich bin da sehr zufrieden, wie es alles gelaufen ist. Was mich so wirklich aufrichtig freut, ist, dass deine Blasmusik zu einem Netzwerk geworden ist. Dieser Gemeinschaftsgedanke spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, das haben auch wirklich tatsächlich alle Autoren, Arrangeure, alle Leute, die mit uns zusammenarbeiten, wirklich begriffen. Und ich finde es ganz, ganz toll. Und das schlägt auch mein Herz höher, wenn ich sehe, dass sich alle gegenseitig stützen.